Indem wir fallen, lernen wir aufzustehen. So wie die Schlaggemeinschaft Tim und Uwe Müller, die sich nach dem Abbruch der Altierreise und dem katastrophalen Vorjahr eindrucksvoll in der Spitze zurückgemeldet haben. Sie sind wieder da, die Müllers, wie die Ergebnisse aus der Saison 2017 belegen. Mit 9 Tauben und Kämpferherz. Mit einer großen Portion Erfahrung und einer klaren Strategie. Welche Bausteine waren noch für den Erfolg ausschlaggebend? Bausteine, ja, ist der Zuchtschlag. Also die, im Prinzip, wie komme ich wieder zurück auf die Basis? Ne? Also hervorragende Zuchtlinien zu besitzen, wo auch einen großen Anteil Glück dazu gehört, um die richtige Zuchtstrategie, um die richtigen Passer zusammenzufinden. Wir haben auch schon probiert, gute Weibchen an gute Vögel zu verpaaren. Das hat nicht funktioniert, also da fehlt auch dann der Kick. Im Prinzip bei der Verpaarung, wir machen keine Zwangspaarung. Das heißt, entweder der Vogel nimmt das Weibchen an oder umgekehrt, das Weibchen nimmt den Vogel nicht an. Dann werden die Paare sofort wieder getrennt. Also es muss schon Liebe auf den ersten Blick sein. Und dadurch entstehen natürlich auch dann hervorragende Jungtauben. Aber das sind unsere Kriterien und auch diese super Reisetauben sofort in die Zucht zu integrieren. Und da hatten wir in der Vergangenheit sehr viel Glück mit unseren super Reisetauben. Die haben auch wiederum echte Cracks vererbt. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr stolz drauf, dass das so funktioniert hat. Von welchen Schlägen stammen die Basistauben ab? Das sind einmal die Westfalenlinien. Bezeichne ich den Heinz Kloß, den Kurt Weidkamp und die Schlaggemeinschaft Bernd und Heinz Wuhlhorst in Waltrup. Diese drei Westfalen-deutsche Linien haben wir gekreuzt mit Tauben von Emil Reimeigers aus Lind, ein reiner Vitesse-Spieler in Belgien, nähe Antwerpen. Und die Tauben haben wir 2006 eingeführt und gekreuzt mit besagten deutschen Linien. Und ab da an ging der Pfeil stetig bergauf. Wodurch lässt sich die Leistungssteigerung in der Zucht erklären? Ja, der Leistungssprung hat mir eigentlich der Sportfreund Reimeigers aus Belgien so erklärt. Diese deutsche Programmtaube fliegt von 100 bis 600. Und unsere Nachbarn in den Benelux, sprich Belgien, Holland, sind spezifiziert auf verschiedene Flüge. Sprich Vitesse-Flüge von 100 bis 200. Halbe Font von 300 bis 500 oder Font von 500 bis 800. Das heißt im Prinzip, diese ganz speziellen Tauben, die auf jeder Strecke getestet werden, hat mir Sportfreund Reimeigers erklärt, die Vitesse-Taube, die hat ein unwahrscheinliches Instinkt, aus dem Auto rauszukommen und schnurstracks nach Hause zu fliegen. Das heißt, es ist über lange Jahre ihm geglückt, einen Taubenstamm zu formen, der dies macht, also da die unwahrscheinliche Geschwindigkeit reinzubringen, ne? Und jetzt in diese deutsche Programmtaube habe ich diese Vitesse-Linie in die deutsche Programmtaube mit eingekreuzt. Und dadurch ist im Prinzip der heutige Stamm von uns entstanden. Ja, erkennen konnten wir eigentlich schon recht früh, nach den ersten beiden Jahren, dass die Tauben einen unwahrscheinlichen Zug zum Schlag haben. Also diese Geschwindigkeit, dieses Anfliegen vom Schlag, diese Mordantheit, dieses Präsentsein auf dem Schlag hat sich sofort geändert durch diese Vitesse-Tauben. Und sie waren auch in ihrer Körpergröße etwas vulmonöser wie die deutsche Programmtaube, also muskulöser. Und da haben wir natürlich sofort schon direkt im 2007, 2008 enorme Erfolge auf der Jungreise, Jahrreise erzielen können. Wie werden Neueinführungen gezielt in den Bestand eingebaut? Ja, das ist eigentlich auch recht einfach. In den letzten Jahren sind wir hergegangen und haben bei Spitzenleuten Jungtauben erworben im Frühjahr, haben die direkt in der Jungreise getestet. So war natürlich der Erkennungsgrad sofort da. Andere Tauben aus gewissen Linien haben wir speziell ausgesucht aus Vorausflieger, aus gewissen Tauben, die gegen hohe Taubenzahlen erste Konkurse errungen haben oder Spitzenpreise errungen konnten. Und da war uns der Stammbaum eigentlich erstmal wurscht, sondern eigentlich nur die Leistungsqualität
der einzelnen Taube war uns wichtig. Und diese Tauben, meistens waren es Weibchen, haben wir wiederum an unsere speziellen Zuchtvögel angepaart. Und da blieb halt der Erfolg nicht lang auf sich warten, hat der Erfolg nicht lang auf sich warten lassen. Wenn ich jetzt so unsere Hauptzuchtvögel, momentan aktuellen Top-Zuchtvögel nennen darf, die jährlich an 3, 4, 5 Weibchen gekoppelt werden, muss ich sagen, kommt der größte Teil von dem männlichen Geschlecht her, die Dominanz. Ja, als ganz oben anzusiedeln ist unser Louis. Louis ist aus dem Jahr 2003. Diese Taube haben wir auf dem Hoftag von Heinz und Bernd Wuhlhorst erworben. Diese Taube geht im Ursprung auf Original Lou Wouters Tauben, die wiederum, die Lou Wouters Tauben, den Ursprung in den Gebrüder Jansen Arendonk wiederfindet. Und dieser Vogel zieht sich durch unseren Bestand wie ein roter Faden. Also alle super Reisetauben, aktuell der letzten, sagen wir mal seit 2010, gehen auf diesen Vogel zurück. Wo Enkel, Urenkel, Generation super stark fliegt, spitze fliegt, hart fliegt. Nach welchen Kriterien werden die Zuchttauben miteinander verpaart? Ja, wir versuchen eigentlich diese besagte Louis-Linie mit verschiedenen anderen Linien zu kreuzen, auch wo unsere anderen super guten Reisetauben abstammen. Wir schauen gerne nach, ich möchte nicht sagen, gleichen Verpaarungen. Das heißt also, ich schaue dann schon nochmal nach dem Körperbau, dass die Tauben, die ich zusammenpaare, nicht zu weit auseinander gehen. Sprich eine tiefe Taube an eine runde Taube oder eine kurze Taube an eine lange Taube. Also ich versuche da schon Ausgleichspaarungen zu machen. Und wie gesagt, die jungen Weibchen sind für uns sehr, sehr wichtig. Wir züchten auch im Sommer nochmal aus den guten Zuchttauben Sommerjunge, so 10 bis 20 Stück. Und die Jungtauben oder auch Jungweibchen, hauptsächlich die Weibchen davon, die werden dann im Herbst nach der Mause nochmal sortiert. Und da suche ich mir eigentlich von dem Körperbau her die schönsten raus und die werden in den Zuchtschlag integriert. Mit welcher Zuchtstrategie werden die Leistungsmerkmale im Bestand verdichtet? Ja, das ist im Prinzip, das beginnt eigentlich nach der Zucht, im Prinzip bei den Tauben, die ich für die Jungreise nicht mehr verwenden kann. Da paaren wir unsere besagten Linien in Linie, also in Familienzucht, um diese hohe Qualität an Erbmasse zu festigen. Da spricht man von einer Familienzucht, einer Linienzucht. Und diese verschiedenen Linien versuche ich dann wieder im kommenden Jahr zu kreuzen, um diesen Boost, diesen Effekt rauszukitzeln. Das wäre zum Beispiel jetzt analog unseres Zuchtschlages, der Louis gepaart an eine Enkelin, der Suba gepaart an eine Enkelin und diese beiden, aus diesen beiden Verpaarungen die Tauben zu kreuzen. Das wäre für mich jetzt eine Strategie, eine Erbmasse, um eine Qualität zu sichern. Ob dies natürlich funktioniert, kann uns nur die Reiseleistung der gezüchteten Jungtauben wiedergeben. Wie weit wird Inzucht oder eine enge Linienzucht angewendet? Also wir gehen nicht zu weit in die Inzucht. Also Bruder mal Schwester oder Vater mal Tochter, das begehen wir nicht. Das hat uns schon gezeigt, da werden die Tauben nicht so widerstandsfähig. Wo wir die besten Erfolge mitgemacht haben, sind Halbgeschwisterpaarungen und die wieder einander verkreuzt oder gekreuzt im kommenden Jahr, aber so eng Inzucht gehen wir nicht in unserem Stamm vor. Welche Rolle spielen die Weibchen im Zuchtsystem der SG Müller? Ja, ganz enorm. Also da achten wir halt sehr drauf, dass wir Weibchen, Jungweibchen, sehr früh in den Zuchtschlag übernehmen. Am liebsten ist uns sogar die noch kein Ei gelegt haben, verpaaren wir an unsere besten Zuchtvögel, weil wir denken, das erste Ei aus einer sehr jungen Täubin ist oftmals das Beste. Und da achten wir auch sehr drauf, dass wir aus gewissen super Reisevögeln, super Zuchtlinien junge Täubinnen bekommen und die in unseren Zuchtschlag an unseren Vögel integrieren.
Spielen Auge und Flügel bei der Auswahl der Zuchttauben eine Rolle? Ja, auf das Auge kann ich dir eigentlich nur eine Antwort geben. Da sagen wir immer, Hauptsache sie sind nicht blind. Also das Auge ist für uns, ob das ein Farbauge ist, ob das ein Glasauge ist, ist für uns nicht das Kriterium. Das Auge muss eine Ausstrahlung besitzen. Welche Farbe das Auge besitzt, ist uns eigentlich ziemlich wurscht. Das Auge muss glänzen, das muss vital sein. Der Gesamteindruck Auge-Kopf ist entscheidend. Was viel wichtiger ist, oder wie wir das sehen, ist der Flügel und der Körperbau. Weil das ist das Werkzeug, wo die Taube die schnelle Heimreise antreten muss. Und da achten wir sehr drauf, oder dass die Taube einen schnellen Flügel besitzt. Das heißt, scharfe Endschwingen besitzt, einen kurzen Oberarm. Das ist die Aerodynamik, die die Taube nach vorne peitscht. Und wenn diese Kriterien mit dem Körperbau nicht übereinstimmen, dann kann das die beste Taube der Welt nicht schaffen, nach Hause zu kommen. Was ich von meinem Freund Emil Raymakers in Belgien gelernt habe, wenn du eine Taube in die Hand nimmst, musst du das Gefühl haben, sie muss vibrieren, die muss leben, die muss Ausstrahlung haben, die muss Mordant haben, die muss ringen. Das müssen die Tauben hergeben. Und ich habe noch nie in Deutschland, in Holland oder in Belgien oder Fernost Tauben in die Hand bekommen, die super gut gereist haben, die im Prinzip wie ein Backstein waren. Wie werden Kondition und Paarungstrieb der Zuchttauben gefördert? Unsere besten Zuchtvögel sitzen oben in den Einzelboxen. Diese Einzelboxen sind ausgestattet mit Bucheneinstreu. Das heißt, ich habe direkt ein kleines Wohlfühlklima in den Einzelboxen. Die haben kleine Zuchtnischen. Die Tauben können sich wunderbar verstecken, was natürlich auch ein Umpaaren um ein Vielfaches vereinfacht. Wir paaren die Vögel 4-5 Mal um im Jahr, legen die Eier dann wieder unter, vermeiden dadurch eine Fremdbefruchtung. Ich sehe direkt, aus welchen Verpaarungen die Tauben kommen und auch nicht. Ja, wiederum sehr viel Licht, Luft, Platz. Das heißt also, die Taube muss in einer Box sich bewegen können, die muss anfliegen können, die muss ein normales Treibverhalten zeigen können. Der Vogel muss Gelegenheit haben, die Täubin zu treten. Das darf nicht alles zu eng sein. Eine gewisse Rivalität zum Nachbarn sollte gewährleistet sein, weil sonst wird diese ganze Geschichte alles zu monoton. Und wenn es zu monoton wird, wird es der Taube langweilig. Und dann sind die Befruchtungsraten nicht so, wie man das wünscht. Und durch diese Einzelboxen, wie wir sie konzipiert haben im oberen Bereich, ist halt Licht, Luft, Platz, Schlagklima ideal, ne? Wo liegen die Unterschiede und Vorteile der beiden Zuchtschläge? Ja, ich denke, so wie wir, da wir auch sehr früh um die Weihnachtszeit die Tauben verpaaren und ich kann diese gewisse Vögel oder Paare, Weibchen und Vögel, in ein gewisses Treibklima, in eine gewisse Form bringen, ist natürlich ein Dachklima wesentlich besser wie ein Gartenklima, ne, wo ich im Prinzip auf Heizung, auf Fremdeinwirkung, auf andere Dinge angewiesen bin. Und die Tauben in diesem Bereich, im Dachklima, durch die Schreinerwerkstatt unten ist natürlich da schon eine gewisse Wärme vorhanden und die Tauben kommen so schneller in Form. Und das Letzte dieser Geschichte, der Hintergrund war auch das, wenn mal irgendwas passiert, die Tauben sind auch in einer gewissen Sicherheit. Welche Ideen wurden beim Neubau der Zuchttaubenvoliere umgesetzt? Ja, diese Gedanken haben schon lange in mir gerumort, gebraten oder ich weiß nicht, wie man dann sagt. Also, sie hat schon lange in mir dieser Gedanke gehegt, dass ich da einen Zuchtschlag plane, der auch unseren Ansprüchen entspricht, sehr praktikabel ist, der luftig ist, der Sonne, wo die Tauben sich wohlfühlen. Ich denke, Luft, Sonne, wenig Staub. Auch für den Züchter jetzt gesehen, ganz wichtig, die Vermeidung von Kot haben wir eigentlich im Prinzip optimal gelöst. Wir haben ohne eine Betonwanne, die ist so 30, 40 Zentimeter vom Fußboden aus entfernt, da fällt der Kot durch, beziehungsweise das Reinigen des Schlages, das tägliche Reinigen, habe ich mir durch diese Planung erspart, sprich mit Rosten und mit den Kotbändern.
Zweitens, die Tauben sitzen an der frischen Luft. Das heißt im Prinzip, ich erhöhe dadurch die Vitalität, die Widerstandskraft der einzelnen Tauben, die auf dem Schlag sitzen. Weil wir haben auch hier bei uns in der Gegend im Vogelsberg ein raues Klima. Wir liegen ungefähr knapp 600 Meter hoch. Das heißt, wir haben auch einen harten Winter. Und dadurch werden die Tauben halt doch sehr robust. Und ich denke mal, die Luft, das heißt nicht umsonst, Luft heilt. Ja, zum Licht, das haben wir im Prinzip von Alfred Berger übernommen. Diese ganze Lichttechnik, muss man auch sagen, dass uns das auch enorm nach vorne gebracht hat, diese ganze Belichtungen. Licht ist hormonell, die Tauben stimuliert Licht, Kälte weniger. Wir haben die Tauben bei minus 10 Grad angepaart, da haben uns viele Züchter abgeraten, aber es waren, glaube ich, von 16 Paare ein Ei nicht befruchtet. Bedeutet eigentlich, dass die Kälte der Tauben das gar nichts ausmacht, sondern eigentlich der entscheidende Faktor ist das Licht. Ne? Licht steuert Hormone, hormonell. Die Vögel kommen in eine künstliche Form. Und die Tauben dann 3 Wochen vor Zuchtbeginn, werden die 12, 13 Stunden, muss ich Tim nochmal ganz genau fragen, belichtet. Da haben wir spezielle LED-Lampen einbauen lassen, Tageslichtlampen. Also der Schlag ist nachher, ich sag mal, taghell. Und dadurch werden natürlich auch die Hormone der Tauben dermaßen stimuliert, dass eine optimale Eiablage, eine optimale Befruchtung gewährleistet. Das waren eigentlich so diese 3 Kriterien. Also ich kann es nochmal zusammenfassen. Hygiene, Zeitfaktor und hohe Vitalität. Wann beginnt die Zucht und wie viele Junge werden für den Eigenbedarf gezüchtet? Die eigentliche Zuchtverpaarung, möchte ich sie mal nennen, die beginnt so um die Weihnachtszeit, richtet sich aber immer so ein bisschen nach dem Wetter und nach der Zeit. Und wenn ich die Tauben verpaare, will ich schon mal eine gute Woche, 7 bis 10 Tage nonstop bei den Tauben sein, will mir die Verpaarung ansehen und so weiter, die Tauben mehrfach in die Hand nehmen, hat die Verpaarung geglückt, gab es Liebe auf den ersten Blick oder muss man umpaaren, muss man eingreifen als Züchter jetzt. Ne? Für das Reisegeschehen pro Jahr werden 60 bis 100 Jungtauben gezüchtet. Erfolgt die Auswahl der Jungtauben nach Vitalität, Körperbau, Spitzenpreisen oder Abstammung? Also da ganz, ganz klar Vitalität. Vitalität als Nummer 1 ist für uns ganz, ganz wichtig. Wenn die Jungtaube über die ganze Saison nicht kränkelt, nicht schwächt, ist das für uns dann schon ein züchterisches Ziel, was wir erreicht haben dadurch. Es zeichnet auch andere Linien aus, die das nicht haben und die werden dann im Prinzip direkt durch das Selektieren direkt vom Schlag genommen. Wodurch sticht die besondere Jungtaube aus der Masse hervor? Ja, ich denke, das hat mit der Charaktere zu tun der Tauben, also die sich auch wiederum widerspiegelt in den Zuchttauben, in den Elterntieren. Sieht man sehr oft die gleichen Gesichter, man sieht gleiche Charaktere, man sieht gleichen Körperbau. Also wir kommen schon auf den Jungschlag und können schon von vornherein, ohne dass wir die Ringnummer kennen, könnte ich sagen, die ist aus dem oder die ist aus dem. Weil gewisse, Taubentyp direkt im Jungschlag erkennt. Werden gute Jungtauben auch gute Alttauben? Tja, die Frage ist eigentlich bei uns auf dem Schlag recht einfach beantwortet. Nein, mit einem ganz klaren Nein. Unsere besten Jungtauben sind gar oft Anfang der Alttierreise am 1. verschwunden. Und diese Jungtauben, die sich eigentlich während den Jungtaubenflügen nicht so zeigen, sehr unauffällig sind, das sind oftmals unsere besten jährigen Tauben. Also ein ganz klares Nein zu sind gute Jungtauben auch gute Alttauben. In den seltensten Fällen. Direkt nach der Alttierreise werden die Jungtauben auf Vortouren gesetzt. Wir versuchen, jede Vortour mitzuspielen, weil das, denke ich mal, besonders wichtig ist, auch für den Lernfaktor der jungen Taube, aus einem großen Schwarm sich zu lösen, nach Hause zu fliegen. Und die eigentliche Jungtiersaison fängt eigentlich bei uns an Mitte August. Und die Jungtauben werden eigentlich bei uns vom Sitzbrett gespielt. Das heißt, mit keiner Schiebetür, also in einem normalen Milieu, in einem normalen
Jungtierumgang. Das Einzige, was wir machen, ist, wir belichten die Jungtauben, um nach hinten raus den Federstand noch etwas zu stabilisieren. Das heißt, ab dem 20., 21. Juni, ist der längste Tag im Jahr, belichten wir die Schläge permanent 12 bis 13 Stunden. Und dadurch wird der Tag verlängert. Dadurch zieht sich die Mause etwas nach hinten. Und die Jungtauben können so eigentlich noch ihre Wettflüge in normalem Federgleit bestehen. Also bei uns sind 4, maximal 5 Jungtierflüge. Und wir sehen das eigentlich nur so als reiner Lernfaktor für die Jungtaube. Und fliegt die einen Preis, ist gut, fliegt sie keinen, ist auch nicht schlimm. Also die Preise sind sekundär. Für uns ist vielmehr wichtig, kommt die Taube zügig nach Hause, kommen die Jungtauben zügig nach Hause. Das ist für uns das Hauptcredo. Wie werden die Jungtauben trainiert und auf die Reise vorbereitet? Kurze Steps, 2-3 Mal auf Sichtweite gefahren und dann immer wieder 2-3 Kilometer weiter, dementsprechend wie die Witterung ist. Da achten wir halt sehr drauf, dass die Taube auch vernünftig da gerade am Anfang die Sicherheit hat, nach Hause zu kommen. Und wenn sie ihre nähere Umgebung, die sie eh schon durch diese abendlichen und morgendlichen Training am Haus kennt, wird die Taube sicher. Und diese ganze Trainingsintensität weiten wir aus bis 30, maximal 40 Kilometer. Das ist also wirklich die Schmerzgrenze, wie weit wir die Jungtauben fahren. Und dann versuchen wir die Jungtauben immer auf einen Punkt zu fahren. Das heißt, der in Flugrichtung ist, sodass die Taube ihren Umfeld von Weitem auf Sichtweite schon sieht und da ihre Heimat sicher ansteuern kann. Welche Besonderheiten gibt es auf den beiden Jungtierschlägen? Ja, wir haben die Jungtierschläge so konzipiert, dass wir einen Teil des Bodens abdecken mit Stroh, mit Korrel, mit Buchenkorrels, wo wir im Prinzip die Jungtauben schon sehr früh mit ihrem eigenen Kot, mit Bakterien und so weiter konfrontieren. Und dadurch muss die Taube sich ihre Immunität holen, ihre Immunität schützen. Und man darf nicht gleich zur Medizinflasche greifen und muss den Tauben einfach erstmal Gelegenheit geben, sich mit Bakterien, mit Viren, mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Und dadurch, denke ich, ist auch die Firma Rhönfried, hat einen sehr großen Anteil dran. Dazu zählt bei uns ganz als Nummer 1 das Avitestin. Wir waren natürlich jetzt auch nicht gefreit. Ich glaube, das war Mitte Juni, wo wir der Jungtierkrankheit zuerst begegnen. Die kam aus heiterem Himmel, die Tauben haben super trainiert. Und einen auf dem anderen Tag sind die Jungtauben zusammengefallen, haben erbrochen, haben so gut wie nichts mehr gefressen. Und da sind wir eigentlich hergegangen, sind nicht zu der Medizinflasche, haben nicht zur Medizinflasche gegriffen. Und wir gehen jetzt her und geben 2 Tage gar nichts. Kein Wasser, kein Futter, nichts. Überlassen eigentlich nur dasselbe. Und am 3. Tag, siehe da, die Tauben gehen wieder beim Trog, fressen, saufen, der Kot normalisiert sich. Und das Futter haben wir angefeuchtet mit Hexenbier von Rhönfried und haben es mit Immunbooster abgetrocknet. Und in dem Immunboost ist auch ein gewisser Holzkohleanteil. Und den ich für sehr, sehr wichtig halte. Das ist wie beim Menschen, wenn ein Mensch Durchfall hat, greift er auch zur Kohletablette. Und siehe da, nach dem 3., 4. Tag, die Tauben standen da, als wäre nichts gewesen. Das beste Beispiel haben wir erlebt in Holland, wo wir vor kurzem waren und ein Züchter auch Produkte von der Firma Rhönfried einsetzt. Und der uns das im Prinzip genauso, wie wir es erlebt haben, widerspiegelt. Und er auch schon in seinem Kreis sehr, sehr große Erfolge mit dieser Hexenbier-Immunboost-Pulver erreicht hat. Welche Jungtauben kommen auf den Reiseschlag? Ja, das ist bei uns auch recht einfach, da wir unser Reisesystem bei den Alttauben auf die klassische Witwerschaft fixiert haben, übernehmen wir eigentlich immer, soweit es geht, die jungen Vögel in die Witwermannschaft und die Weibchen werden bei uns nur als Witwerweibchen oder als Zuchtweibchen benutzt. Ja, wir starten eigentlich im Januar, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar drehen wir die Reise an zu Dr. Wazecha. Den haben wir uns ausgesucht eigentlich als sehr fachkompetenten Tierarzt.
der uns in der Vergangenheit schon sehr oft weiterhelfen konnte bei gewissen schwierigen Situationen. Und da werden die Tauben vorstellig. Das heißt, wir bringen Kot mit, wir bringen mehrere Tauben mit. Das heißt, es werden Abstriche gemacht, es werden Untersuchungen gemacht und so weiter. Dann beginnt im Prinzip bei uns die Geschichte mit der Verpaarung der Witwermannschaft. Und da schauen wir uns dann den Reisekalender an. Und da wir eigentlich die Witwermannschaft trocken spielen, bedeutet trocken, wir lassen überbrüten. Und dieser Tag der Verpaarung richtet sich nach dem ersten Preisflug. Und diese Art des Überbrütens hat einen Vorteil, so sehen wir das als Vorteil. Die Taube entwickelt durch das Überbrüten einen Schleim, einen Kropfschleim, der sehr eiweißhaltig ist. Und diese Taube kann den Kropfschleim ja nicht abfüttern. Und dadurch wird der Kropfschleim im Prinzip durch die Taube selbst verwertet. Das heißt, ich habe natürliches Eiweiß zum Anfang der Saison in einem enorm hohen Maße. Und dadurch kommen die Tauben sehr früh der Saison in eine super Form. Ja, wenn die Tauben dann auf Nest sitzen, das heißt, die Witwermannschaft geht in ihr ganz normales Nestverhalten über, in diese Brutphase. Und dann nehmen wir in dieser Zeit, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, nehmen wir die Tauben dann vom Schlag und fahren sie weg. Auch wiederum auf kurze Steps, kurz, kurz, kurz und dann etwas länger. Und so bringen wir die Tauben eigentlich in Schwung. An welchen Anzeichen erkennt ihr die Form der Tauben? In dem Gesamteindruck der Taube, da erkenne ich die Form. Ich kann nicht die Form erkennen, wenn ich die Taube in die Hand nehme. Das hat uns schon in der Vergangenheit sehr oft getäuscht. Tauben, die handbeurteilungstechnisch super waren, haben uns an dem Flugwochenende im Stich gelassen. Und andere, die diese Zeichen nicht gehabt haben, sprich Blutflecken, Form zeigen, Feder, Fett auf den Federn und. Ne? Also das hat uns schon sehr oft in die Irre geführt. Unser eigentliches Credo ist das Verhalten am Haus, das Training am Haus, das Balzverhalten, wie die Tauben im Prinzip sich verhalten während der Flugphase, während der Trainingsphase. Und daran erkenne ich eigentlich, ob Vögel oder die Einzeltiere in einer absoluten Topform sind, die ich dann auch für das Wochenende vorbenennen kann. Gab es Probleme im Reisejahr 2017 und wie wurden diese gelöst? Ja, das war nach Flug 9, bekamen wir bei einzelnen Witwern die Jungtierkrankheit auf den Schlag. Und die haben wir dann im Prinzip mit Herrn Dr. Watzecher, Alfred Berger und Frederik Wolf gemeinsam gelöst. Und ich bin dann noch hergekommen und habe dann im Prinzip die Einzeltauben, die es betraf, mit Immunbooster und Jungtaubenpulver behandelt, in Tablettenform, selbst gemacht. Bin in die Apotheke gefahren, habe mir Leerkapseln besorgt, habe dann die Tauben einzeln behandelt, ne? Und dann haben wir die Tauben eigentlich nach 2-3 Tagen wieder in den Griff bekommen und gesagt, getan, die Tauben freitags wieder eingesetzt, die dann Anfang der Woche erkrankten und sie flogen wieder Preise. Ne? Also es war, und das ging halt dann wirklich, wie gesagt, über 14 Tage, 3 Wochen komplett durch den Schlag. Es hat sich dann die letzten 2 Flüge wieder stabilisiert und die Erfolge kamen auch dann wieder zurück. Ne? Dieses Jahr finde ich es bei der SG Müller total faszinierend, wie sie nach dem schlechten Vorjahr so auferstehen. Unglaubliche Ergebnisse, super Serien hinlegen, mit einer jungen Mannschaft noch, super. Durch das vorige Jahr, was nicht so sehr erfolgreich lief, wo unsere Tauben erkrankten und wir das Reisen nach der 8., 9. Tour einstellen mussten, waren eigentlich unsere Ziele nicht ganz so hoch gesteckt. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft begonnen und wollten eigentlich mal sehen, wie weit die junge Mannschaft 2017 in der Lage ist, das Reisegeschehen zu bestreiten. Wir haben 2016 sehr, sehr starke Reisevögel durch diese Krankheit verloren und haben dadurch natürlich auch eine sehr junge Mannschaft gehabt. Und wenn ich jetzt im Nachhinein mir die Preislisten anschaue und dann muss ich feststellen, dass wir eigentlich auch wiederum züchterisch auf dem richtigen Weg sind. Mehrere erste Konkurse wurden erzielt, mehrstellige, zweistellige Preiszahlen bei den Tauben erzielt.
Einzelplatzierungen, Spitzenpreise. Es war eigentlich wieder ein sehr, sehr hervorragendes Jahr. Welche besonderen Maßnahmen werden vor den schweren Flügen getroffen? Ja, eigentlich keine, weil die Vergangenheit hat uns gezeigt, gerade wo wir experimentiert haben auf diesen Flügen, wo wir spezielle Sachen ausprobiert haben, sprich mit Stroh, mit Nistschale, mit Weibchen, die Nacht zum Vogel lassen und so weiter und so fort, haben wir sehr negative Erfahrungen gemacht. Und deshalb ist es für uns eigentlich, kommt es überhaupt nicht mehr in die Frage, besondere Spielchen mit den Tauben zu betreiben, auch wenn Weideflüge oder extrem harte Flüge anstehen. Das heißt, wir bleiben in dem Schema immer gleich und das hat uns die besten Erfolge beschert. Ja, wir haben dieses Jahr auch zu den Jahren zuvor die Weibchen gezeigt vor dem Flug, haben super gedreht, super, super gut gedreht, haben die Weibchen nicht gezeigt vorm Flug, haben genauso stark gedreht. Also wir haben dadurch keine Schwächung, keine Verbesserung durch Zeigen oder Nicht-Zeigen erzielt. Wenn unsere Witwe im Korb liegen und man hört nichts und es ist Totenstille, dann waren es die besten Ergebnisse. Wenn die Tauben im Korb rumgemacht haben und haben geranzt und haben sich da aufgerieben, das waren oft sehr schlechte Flüge, ne? Und ich denke, je ruhiger die Taube zum Einsatz kommt, je besser wird der Flug sein. Eins haben wir noch festgestellt, ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man die Tauben einkorbt. Die Taube geht nachher direkt in einen Modus. Ich möchte mal sagen, in Automatismen. Das heißt, die weiß genau, sie kommt jetzt in den Korb, sie weiß genau, sie kommt in das Auto und sie weiß genau, sie wird jetzt weggefahren. Wir haben das schon beobachtet in der Einsatzstelle. Also die Tauben verfallen dann in einen Ruhemodus, so ein Leck-mich-am-Arsch-Gedanke. Und das ist für uns eigentlich auch ganz, ganz wichtig, wenn man das verfolgt und sieht, wie Tauben sich auf den Flug selbst vorbereiten. Ich denke, die wissen ganz genau, was auf sie zukommt und was passiert. Welche Erwartungen stellen Tim und Uwe Müller an die Reisetauben? Erwartungen in erster Linie, schnelles Heimkehren, sicheres Heimkehren, Gesundheit. Die Beziehung, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Je mehr Tiere man hat, je weniger Beziehung hat man zu den Einzeltieren. Je weniger Tiere man hat, je mehr kann man sich um die Einzeltiere kümmern. Und ich denke, die Stimme und das Auftreten im Schlag ist ganz, ganz besonders wichtig. Also wir haben das schon gesehen bei wirklich vielen Schlägen in Deutschland, im Ausland. Züchter, die auf ihre Tauben eingehen, das ist ein ganz anderes Milieu, was nachher auf dem Taubenschlag herrscht. Das ist halt, und diese einzelnen Ansprachen zu den Tieren und der enge Kontakt nachher, denke ich, das macht schon was aus, dass man im Prinzip die Taube da noch mehr stimuliert und anspricht, schneller nach Hause zu kommen. Wie wurden die Reiseschläge gestaltet, um die Form der Witwer zu fördern? Die Reiseschläge befinden sich bei uns auf dem Werkstattgelände bzw. auf dem Werkstattboden, der ausgestattet ist mit einem hohen Dachfirst. Wir haben haben Wert gelegt auf ein sehr hohes Luftvolumen im eigentlichen Schlag, haben sehr, sehr viel oder fast zu 95% Massivholz verarbeitet in den Schlägen. Weil Massivholz nimmt Feuchtigkeit auf, gibt Feuchtigkeit ab. Was wir umgesetzt haben, ist eigentlich eine gewisse Tiefe, eine gewisse Raumtiefe zu den Zellen. Also der Abstand zum Fenster möglichst groß ist. Haben die Luftzufuhr über die Dachgaube geregelt. Haben da im Prinzip Bretter eingebaut, die ein Lufteinströmen, eine gewisse Zugluft verhindern. Dadurch im Prinzip die Tauben ruhiger sitzen, nachts zumindest, dass keine Zugluft entsteht, haben wir die Nordseite der Witwerschläge im Dach mit Styropor verkleidet. Das heißt, damit man im Prinzip diese kalte Luft, die im Frühjahr ist, nicht auf die Schläge fällt. Und das war, denke ich, ganz enorm wichtig für uns und zu sehen auch dann, dass die Form der Tauben schneller da ist. Die Tauben sitzen nachts bei zu einem Schieber. Wir haben Deckenschieber in den Schlägen.
Die werden morgens aufgemacht, abends zu. Das heißt also, der Schlag wird abends fast komplett abgedichtet und haben eine elektrische Wärmewellenheizung im Schlag, die aber nur angemacht wird, wenn die Tauben von Regenflügen zurückkommen. Die hat eigentlich nur den einzigen Nutzen, damit die Taube schnell wieder abtrocknet, Wärme verspürt, und ansonsten haben wir einen sehr, sehr trockenen Schlag, der bedingt ist durch die Schreinerwerkstatt, die permanent beheizt ist von unten. Welches spezielle Material wurde für das Mauerwerk verwendet? Das sind Duftsteine, und diese Duftsteine haben den Vorteil auch wieder klimatisch. Das heißt, sie geben schnell Wärme ab, sie nehmen Feuchtigkeit auf etc. Sie regeln das auf natürliche Weise. Und dadurch haben wir natürlich permanent immer ein super Klima auf dem Schlag. Auch bei sehr heißen Bedingungen oder bei sehr feuchten Bedingungen. Ja, wir haben in den Witwerschläge haben wir die Glaspfannen eingebaut. Und durch diese Glaspfannen kommt natürlich Sonnenlicht rein. Und Licht bringt Form, Licht bringt Milieu. Licht ist eigentlich im Prinzip hormonell für den Witwer sehr, sehr wichtig, um wiederum die besagte Topform zu erbringen. Beim Blick auf die Schlaganlage von der SG Müller sieht man sehr heimelig Extraplätze, kleine Nischen. Ist sehr auf das Wohlbefinden der Reisetauben ausgerichtet, und das ist begeisterungsfähig. Ja, das sind in einem unsere Nischen, unsere Ecken, unsere Sitzbretter. Ja, eigentlich im Prinzip laute Ausweichmöglichkeiten. Weil ein Witwer ist ein Territorianer, und der verteidigt gern sein Territorium. Und durch die Beobachtung vieler Jahre hat uns das gezeigt, dass ein Witwer nie monoton in seiner Zelle sitzt. Er weicht gerne aus, er beobachtet, und dadurch haben wir uns gesagt, Tim und ich, dass wir viele Ecken reinmachen, dass wir Nischen einbauen, kleine Höhlen einbauen, Bretter anbringen, wo es nur möglich ist, ein Brett anschrauben. Und durch diese Geschichte stacheln wir den Vogel, also den Witwer, auf natürliche Weise an, sein Territorium zu verteidigen, wenn ein anderer reinspringen will. Und dadurch stacheln wir eigentlich seine Motivation auf ganz natürlichem Wege an. Und das hat uns dann auch einen riesen Fortschritt gebracht, ne, oder einen Riesensprung nach vorne. Gibt es bei der Schlaggemeinschaft Müller ein Konzept? Das Konzept fängt eigentlich an nach der Reise. Nach der Reise ist vor der Reise. Nach der Reise ziehen unsere Witwermannschaft oder geht im Prinzip in den wohlverdienten Liebesurlaub. Dieser Liebesurlaub spiegelt sich wieder in einem Gelege. Dieses Gelege wird dann ausgetauscht durch die Gipseier. Wenn dann die Tauben aufstehen von dem Gelege, werden sie getrennt, geschlechtermäßig. Dann sind in der Regel die Jungtaubenflüge in vollem Programm. Nach den Jungtaubenflüge machen wir einen Cut. Dann werden die Tauben getrennt, dann werden die Tauben sortiert, selektiert und die neue Mannschaft aufgestellt für das kommende Reisejahr. Beinhaltet gewisse Kuren bzw. Gesundheitscheck beim Tierarzt, dass die Tauben nicht mit verdeckten Krankheiten in die Mauser gehen, dass sie in die gewünschte Zuchtvorbereitung gehen, ab Dezember noch des gleichen Jahres, und übergangsweise dann die Reisemannschaft Januar, Februar, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, auch zu einem Gesundheitscheck vorgestellt wird. Und das Ganze geht dann durch wiederum bis zu den Jungtierflügen, und dann fängt das alles von neuem an. Also wir haben ein festes Konzept, wir haben einen festen Plan, und so gehen wir vor. Beim Uwe ist auch besonders, wenn man mit ihm über Versorgung und Produkte diskutiert, dass man da immer spürt, wie er das sieht bei seinen Tauben. Ja? Wenn er da was verabreicht und wenn er dann davon erzählt, von seinen Erfahrungen, ja, er lebt das richtig. Das sind im einen, bevor die Tauben das erste Mal nach draußen gehen, wird eine einwöchige Kur mit Atemfrei, das ist ein flüssiger Sirup, und Avimecin durchgeführt, eine Woche lang, 7 Tage. Und dann gehen die Tauben nach draußen, und durch diese Sache haben wir eigentlich auch schon sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Das heißt, die Tauben trainieren gleich gut und so weiter, ne? Und
ist ein rein natürliches Produkt. Ich mache nichts kaputt mit, ich befreie die Atemwege, Schleimhäute etc. Ja, das heißt also im Prinzip, wir gehen dann weiter, wenn die Taube nach Hause kommt, wird sie im Prinzip mit Bitamin Forte, mit Rhodosal und Elektrolyt versorgt. Dieses Gemisch bekommt die Taube immer am Rückkehrtag. Und den anderen Tag versuchen wir, die Taube etwas zu entschlacken und die Taube etwas runterzufahren. Und die Geschichte wird dann so sein, dass wir Hesochol einsetzen über das Wasser. Dann bauen wir die Taube im Prinzip wieder leicht auf mit einem Eiweißprodukt K und K 3000. Das wäre so Anfang der Woche. Ab Mitte der Woche kommt das Mittel Blitz zum Einsatz, obwohl wir bei dem Blitz teilweise es auch übers Futter geben und übers Wasser, wo wir auch schon beides sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Zum Einsatztag hin werden die Tauben mit Elektrolyt und Rhodosal versorgt, wobei diese Produkte sehr flexibel von uns eingesetzt werden, je nach Flugverlauf, nach Härte des Fluges, nach Windverhältnisse, nach der Schwere der Flüge. Und das kann natürlich auch schon mal sein, dass wir K&K 3000 mittwochs nochmal den Tauben geben, um gewisses Gewicht zuzuführen, um den Tauben da einfach nochmal was mitzugeben, weil dieses Produkt unwahrscheinlich anschlägt bei den Tauben. Man sieht direkt, die trainieren besser, sie werden vulmonöser. Das ist eigentlich so ein Produkt, wo ich sagen kann, das ist ein, ja, für uns die Nummer 1. K&K 3000 ist ein Eiweißprodukt mit hochwertigen Mineralien, Rohasche etc., Heilerde, was den Tauben ab dem 4., 5. Flug zugeführt wird, wo wir dann der Meinung sind, die Tauben braucht dann etwas Hilfe durch die Anstrengung der Flüge. Das Carnidin-Produkt, CarniSpeed, wird sehr früh eingesetzt bei uns, das heißt ab dem ersten Freiflug permanent bis zum letzten Preisflug der Altierreise wird CarniSpeed eingesetzt und das in einem fast täglichen Zeitraum. Mit welchen Produkten wird der Immunstatus der Tauben verbessert? Ja, da kommen die Produkte Usnegano, die Kräuterhefe zum Einsatz, Avidres. Und dadurch senke ich im Prinzip den Infektionsdruck der Tauben, die Ansteckungsgefahr von etwaigen Krankheiten, die sie sich im Kabinenexpress holen. Diese Usnegano, gerade die Usnegano-Produkte aus dem Hause Rönnfried sind ganz hervorragend. Auf natürliche Weise stimuliere ich das Immunsystem der Tauben. Welche Produkte werden eingesetzt, wenn die Tauben nicht richtig trainieren wollen? Da haben wir uns eine spezielle Lauge ausgedacht aus den Produkten Usnegano, Blitz und Avidres. Zu gleichen Teilen kommt das in die Tränke und wir haben erst gedacht, das saufen die Tauben nicht, aber grundfalsch, die saufen das gerne. Und nach diesem Gemisch, was sie dann bekommen, haben die Tauben dann trainiert wie die Verrückten. Das heißt also, es ist im Prinzip sofort, gab es eine Reaktion. Die Tauben haben gedaunt, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, was man sieht. Der Stoffwechsel wurde dermaßen aufgepusht und der Kot war sensationell und die Tauben haben super trainiert. Und das haben wir auch während der Saison mehrfach praktiziert, aber auch wiederum so nach Gefühl oder nach Bedarf, wo wir Handlungsbedarf gesehen haben. Wie sieht es mit der Mineralstoffversorgung der Tauben aus? Vom Hause Rönnfried werden 2-3 Krit-Sorten angeboten und die kommen noch alle zum Einsatz. Und wir haben festgestellt, dass die Taube, wenn sie vom Flug kommt, enormen Krit-Bedarf hat, sprich Salze, mineralische, alles das, was in dem Krit vorhanden ist. Also wirklich, wie gesagt, wenn man das beobachtet, dass die Taube vom Flug kommt, die geht zuerst klar an die Tränke und dann sucht sie den Kritkasten auf. Ne? Also ist im Prinzip, zeigt die Taube uns doch, was sie eigentlich nötig hat. Ne?
Und man kann auch seine Tauben zum Grippfressen erziehen. Das fängt eigentlich bei den, ja, bei den Jungtauben an. Unsere Jungtauben werden von Anfang an mit Grit versorgt. Und da haben wir nie Stress mit, dass die den Grit liegen lassen. Man muss seinen Tauben zum Grittfressen erziehen. Und das kann man nur mit Jungtauben. Und was Schmidtchen nicht lernt, lernt Schmidt nimmer mehr. Eine ganz wesentliche Veränderung zu den Jahren zuvor, die wir eigentlich noch nie gemacht haben, ist jene. Wir haben uns einen speziellen Eimer in den Taubenschlag gestellt und haben diesen Eimer versehen mit einem Desinfektionsmittel vom Hause Rönfried. Und in diesem Eimer stehen unsere ganzen Reinigungsgeräte, Spachteln, Schieber etc., wo wir eigentlich vermeiden, dass wir von den verschiedenen Schlägen, die wir reinigen, Wurmeier, Kokzidien, sonstige Erreger von Schlag zu Schlag verschleppen. Und das hat eigentlich auch einen sehr großen Einfluss genommen auf die Gesundheit und auf den Infektionsdruck der Tauben. Die Schlaggemeinschaft Tim und Uwe Müller begeistert mich, weil da ist Taubensport echter Familiensport. Hier haben wir unseren 372. Der fliegt dieses Jahr von 14 Einsätzen 10 Preise und fliegt sehr gut auf den 400, 500, 600 Kilometer Flügen. Als krönender Abschluss zur Saison hat er den ersten Regionalsieg auf Purbach, 620 Kilometer, errungen. Er kommt mütterlicherseits aus der Linie unserer Micheline, die Mutter des besten hessischen Altvogels ist, und väterlicherseits aus einem reinen Fondspieler aus Belgien, der Peter van Krombrugge. Hier haben wir unseren 293. Er ist dieses Jahr mit Abstand unser bester Reisevogel. Er fliegt von 14 Einsätzen, 13 Preise mit 1060 Asspunkte. Er wird drittbester RV-Altvogel und in Hessen steht er vorläufig auf dem 12. Platz mit 10 Preisen und 894 Asspunkte. Dieser Vogel kommt, wie nicht ungewöhnlich, aus unserem Stammvater Louis 618. Mütterlicherseits kommt er aus unserem Zuchtvogel Kurt 920 und hat dieses Jahr absolute Toppreise, wie man ja bei 1060 Asspunkten erkennen kann, erzielt. Hier haben wir unseren 207, der dieses Jahr bei 14 Einsätzen 12 Preise fliegt, weit über 900 Asspunkte. Außerordentliche Leistung dieses Jahr. Er fliegt zwei erste Konkurse hintereinander auf dem Flug Everding, 420 Kilometer. Eine Woche später auf Plattling, 320 Kilometer. Diesen Vogel zeichnet aus, er ist sehr klein und vital, doch trägt er große Leistungen. Abstammen tut er väterlicherseits aus unserem Messi, ein reiner Leo Heremanns Vogel. Und die Mutter ist unsere 502. Diese 502 ist auch Mutter des 345 Marti, der schon in Dortmund auf der Superstar-Ausstellung stande und viele, viele erste Konkurssieger brachte. Er steht vorläufig in Hessen mit 10 Preisen und 901 Asspunkte auf dem 8. Platz. Und ich denke, er wird unter den ersten 10 in Hessen sich platzieren. Hier haben wir eines unserer Zuchtweibchen. Das ist die Helene. Sie fliegt selbst 14-jährig 14-12, 2-jährig 13-11, wird jeweilig drittbestes RV-Weibchen. Außerordentlich hierzu muss man sagen, ich habe 3 Jahre mit Weibchen gespielt und sie blieb immer übrig, wo man noch 4-5 Weibchen hatte und hat die Preise trotzdem alleine durchgezogen. Sie ist gezogen aus einem kompletten Pärchen von Emil Reimeigers, einem belgischen Vitesse-Schlag, der hauptsächlich Giffrey-Noyon spielt. Ja, und trotz ihrer Vitesse-Abstammung
auf 100, 200 Kilometer, fliegt sie bei uns auf St. Pölten. Das sind für uns 530 Kilometer. Außerordentliche Spitzenpreise. Und dies hat sie auch ihrem Sohn, den 102, vererbt, der auf Everding 400 und St. Pölten 500 jährig sehr, sehr gute und frühe Preise geflogen hat. Wir haben hier unseren Stammvogel, den Louis 618. Er ist ein reiner Louis-Wuder-Vogel von der Abstammung und stammt aus dem Schlag Heinzen-Bernd-Wuhlhorst. Er ist Vater des besten hessischen Altvogels 2011, Rico. Hier hat er mit der Micheline diesen hervorragenden Vogel gebracht. Ja, der 618 ist einer unserer Top-Vererber. Söhne, Enkel, Urenkel. Hier fliegt alles super spitze und Preise. Hier haben wir unseren Suba 320, der bei uns absolut top geflogen hat. Er fliegt jährig 13-10, zweijährig in 2011 14-14 und fliegt in zwei Jahren über 2000 Asspunkte. Er ist gezogen aus Cartuso, mal einer originalen Van Loon-Täubin. Er ist dann in die Zucht gewandert und zieht gleich im ersten Jahr den besten jährigen Vogel des Regionalverbandes mit 14-12 Preisen. Er ist ein absoluter Ringer und zeichnet eine unheimliche Vitalität und Vererbung aus. Ja, und aktuell im Reisejahr 2017 bringt er den jährigen Vogel 127, der bei 13 Einsätzen 11 Preise erringt und zweitbester jähriger Vogel in der RV wird. Ja, hier haben wir unseren 227, den Berliner, der gezogen wurde bei Andreas Strauch in Berlin. Mütterlicherseits Flor Fairwood und väterlicherseits über den Blauen Blitz. Er fliegt bei uns in 2011 14-14 Preise, wird drittbester Altvogel der RV, fliegt in 2012 14-12, wird ebenfalls drittbester RV-Vogel. Hier haben wir unseren 345, den Marty, der ebenfalls selbst bei uns geflogen hat, auch selbst gezüchtet wurde. Er kommt aus einem Sohn von unserem Stammvogel Louis. Die Mutter ist die 502, die viele, viele spitze Tauben gebracht hat. Er selbst fliegt über die Jahre zwei erste, fünf zweite Preise und insgesamt 9 Preise bis zum 10. Konkurs. Also ein absoluter Spitzenflieger. Ja, der Marty stand auch in Dortmund auf der DBA zur Matador-Schau, der Schau der Superstars. Das war das absolute Highlight für uns als Züchter und für ihn auch als Taube, mit so vielen Spitzenpreise in Dortmund ausgestellt zu werden. Und ich kann eigentlich nur jedem Züchter oder Jungzüchter raten, der einsteigt oder der sich für das Hobby fasziniert, sich nur so viele Tauben anzuschaffen, die er auch verarbeiten kann. Es nützt nichts, viele Tauben um den Schlag rumzufliegen und an den Preisflügen teilzunehmen mit einem geringen Erfolg. Lieber weniger ist mehr, sich intensiver um die Tauben zu kümmern, eine Top-Versorgung an den Tag zu legen, und dadurch wird das Taubenspiel interessanter und auch erfolgreicher werden für jeden Züchter.